auch nicht mehr zu retten. Leute, nicht streiten, das ist doch blöd. Ich bin doch keine Zeit, warum der ist das hier? Ja, der Fremde hat uns direkt in die Seele geguckt. Da komme ich gleich selber fest. Oh, das sieht interessant aus. Nimm da. Also ich trage immer total viel mit mir herum. Emil sagt, interessante Sachen verderben den Charakter. Alles klar. Ist Banner jetzt gespannt oder? Ne, es ist natürlich nicht. Hilfe. Linke Lanze muss hier und die Richtung nach rechts. Okay. Okay, ich muss einfach nur abwarten, bis die so zeigen und dann reagieren. Das haben wir schon richtig vermutet. Jetzt nicht. Fast. So, hier. Ich könnte das Banner, aber es hängt zu sehr. Hängt zu sehr durch. Das ist genau das. Bitte wart ab, bis die Lanze nach außen zeigen. Dann sprich schnell die Wache. Ach so. Das soll klappen. Ich habe gehört, Wache Nummer 576 soll mit einem tollen Preis ausgezeichnet werden. Wie? Das ist mein Preis. Das ist mein Preis. Mir reicht. Mir reicht. Banner, dass du eine Lanze gepackt hast, gebe ich drüber Schleuder ab. Allerdings muss es straff gespannt sein. Dafür muss die Lanze nach außen zeigen. Das heißt, linke Lanze muss nach links gezeigt, direkt nach rechts. Wenn du die Wachen ansprichst, bewegen sie ihre Lanzen wieder. Wenn du sie erneut ansprichst, hören sie wieder auf, die Lanzen zu bewegen. Sprich die Wachen an, damit sie die Lanzen wieder bewegen. Warte. Und wenn das nach außen zeigen, dann spricht schnell die Wachen an, damit sie die Lanzen und stehen bleiben und dann straff gespannt. Wie? Hey, ist danke. Ja, ich finde auch. Danke. Beste. Bewegen die sich jetzt wieder oder? Okay, die bewegen sich jetzt wieder. Aber wenn ich jetzt spreche mit denen, dann. Jetzt mit den Sprechern bewegen die sich noch weiter. Das wollte passt. Okay, jetzt ist straff gespannt. Dann bewegen die sich wieder. Hey, was soll das werden? Auf einmal geht's natürlich. Ich muss sie erst irgendwie ablenken. Na sicher. Jetzt bleibt mal so stehen. Das mache ich nicht. Dann lenke ich die jetzt ab. Langsam. Wieso bloß glauben sie alle Emil? Ich weiß es nicht. Und sie würden mir ja doch nicht zuhören. Ist richtig. Ich weiß. Ablenken, okay, ja, das. Lolli? Als ob der Lolli jetzt Ablenkung für den. Willst du mich verarschen oder was? Nimm das weg. Ich muss die Veranstaltung überwachen. What? Die Haltung. Das wird nicht klappen. Was? Oder. Warte mal kurz. Hier? Nein. Jetzt. Was? Der Lolli hier. Wie? Windrad? Ist da. Kombiniert das Windrad mit dem Lolli, natürlich ein Windrad-Lolli. Wäre ja jeder drauf gekommen. Das hier reinstecken. Was auch sonst. Sich hypnotisieren. Klar. So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Okay, und jetzt den Niespulver. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe,
erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Tu, was er sagt. Das ist die Lösung. Ein Attentat! Ein Attentat! Oh, Schreck. Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Schnell weg hier! Das war ja wohl nix. Okay, ganz ruhig, Robert. Plan B. Nein, nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. Kombinieren. Hallo, unser Kind. Willkommen im Stream. Kombiniere alles mit allem. So gut. Ein Lautsprecher. Okay, Schlauchende. Ich könnte Emil dadurch an... Was könntest du? Ich könnte Emil dadurch anpusten. Aber was sollte das bringen? Ich habe keine Ahnung. Selbst wenn er was zu sagen hätte. Ich will es nicht hören. Kombinieren. Das macht keinen Sinn. Fester Plan. Nichts zu sagen. Ich glaube, das müssen wir hier wieder festziehen. Ich glaube nicht, dass das... Okay, aber vielleicht können wir irgendwie... Ballon? Ne, wir müssen irgendwie diese Notenbank zusammenkriegen. Und die jetzt hier... Ich komme, das jetzt vielleicht funktioniert schon mit dem Seil hier. Nee, absolut nicht. Ist da oben auch noch nicht. Tja, also... Ballon dranhängen. Ich könnte Emil dadurch anpusten. Vorher mit... Anpusten. Abflussrohr, vielleicht können wir damit irgendwas... Hallo? Oboe scheint mich nicht zu hören. Sag nicht, den brauchen wir jetzt auch noch. Was sagt denn das? Was ist das nie mit dem Niesbüro? Ganz schlecht, in die Wasser war ein guter Einsatz. Schnellstopf arbeiten könntest. Schnellstopf könnte geeignet sein, okay. Ja, womit können wir es zahlen? Ja, aber wie? Die kriege ich doch niemals zusammen. Okay, das wird zermalmt, aber wie? Okay, das auf die Notenbank legen. Wenn ich jetzt das hoch... Aber nee, das ist doch das... Wir treffen doch niemals aufeinander. Kriegt doch niemals gleichzeitig runter. Ja, das ist eine gute Idee mit dem Zertrümmern, aber... Ballonschlauch habe ich schon probiert. Er liegt schon richtig. Wie könntest du ihn zermalen? Ja, den mache ich doch. Aber wie? Ja, das kann man nicht gleichzeitig spielen. Ein Duett spielen, aber... Und Onkel Oboe? Ach, die müssen wir dazu bringen, dass da spielt, während der... Deshalb gibt es ja das Abflussrohr. Okay. Ich benutze leider viel zu häufig das Hilfssystem. Ich weiß, aber anders sind diese Rätsel auch hier nicht. Hallo nochmal. Oh. Ein Duett spielen, okay. Ich habe unter dem Windbrunnen alte Noten gefunden. Oh, da wird. Könntest du das Runterlied spielen, während ich das nie drauf spiele? Das wäre eine Möglichkeit. Ihr bekommt sonst Ärger. Ich sitze im Gefängnis und bin kurz davor, hingerichtet zu werden. Ich mach jetzt Musik. Könntest du vielleicht das Rauflied und das Unterlied spielen? Das wäre hilfreich. Hallo nochmal. Oh!
Das Runterlied. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Kann er mich durch das Abflussrohr hören? Das ist dann... Hallo? Ah, dafür das Abflussrohr raus. Vielleicht können wir hier einen Hörer ranmachen. Das könnte passen. Sehr schön. Wenn wir jetzt hier unten reden, dann hört er das da oben. Oboe? Ah, junger Freund. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Wirklich? Ich habe bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. So, das Runterlied einmal, bitte. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Das hatten wir schon. Jetzt muss ich das Ohrenlied spielen. Verdammt! Oh, sehr schön. Hat geklappt. Gerade rechtzeitig. Steinstaub. Und jetzt können wir den Steinstaub, wenn ich das richtig verstanden habe, in die... Auf dem Platz sollte... Auf dem Platz sollte ich mich lieber nicht mehr blicken lassen. Okay, aber wie kriegen wir den Steinstaub jetzt nach oben? In Emils Nase. Gute Idee. Mit meiner Nase kriege ich das aber nicht nach oben gepustet. In den Ballon füllen? Ja, darin ist der Staub sicherer aufgehoben. Und jetzt in den Ballon. Ballon mit Steinstaub. Den können wir jetzt bestimmt hier festhaken. Das könnte funktionieren. Vorher müsste ich allerdings den Ballon aufblasen. Auf Gnadenblasener Ballon. Nicht fester kann. Okay. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Kapitel 6. Eine Ära der und Lavabacke. Wir haben alle Charaktere angesprochen. Finale. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird. Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden. Er möge wieder auf er... Er ist eine Flötennase. Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es funktioniert. Das ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Konroyalist. Ihr müsst verstehen. Nein. Nein. Ich bin auf eurer Seite. Das macht ihn jetzt irgendwie unglaublich. Ja, unglaubwürdig. Schupft die Flötennase in den Brunnen. Heute stirbt niemand. Flötennasen, spielt die Flötennase in den Brunnen. Auf mein Zeichen. Sehr gut. Und das glauben die jetzt alle, die auf einmal spielen die alle wieder und alles ist gut und alles, alle glauben wieder, dass die keine Rede, kein gar nichts. Du bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, ermordet ist so ein hartes... Ja. Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Normal. Ich hasse dieses Wort. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt.
Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Oh. Und deshalb musst du andere in den Windbrunnen werfen? Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten ihn... Logisch. Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Muss jetzt entscheiden, oder was? Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asmus, glauben die ihm jetzt einfach, oder es was? Es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Es von gibt ihm keine erklärt. Fliegenden Windgötter. Okay. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, um Angst... Die glauben jemandem mit Aluhut. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Er ist jetzt die glaubwürdigste Quelle des ganzen Konroyalisten. Mein Name ist Konfusius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Okay. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase, versuchst du schon wieder vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erstmal, was er zu sagen hat. Eine Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Na sicher. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, ja. Wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Ich glaube, es gibt mindestens vier von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Der perfekte Anführer. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Ich habe es schon zweimal geschafft, eine Kakteen mit einer Wulluft zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Okay. Robert, wie wär's jetzt mal mit und wer bist genau du? Das? Bin der Rechtmäßige, Dem Rechtmäßige, natürlich. Ui. Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Los jetzt, Junge. Schwing dein Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. Eine Rede. Eine Liebe Rede. Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach. Das waren sie für meine Familie auch nicht. Sorry. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir können uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe der Dritte. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter, bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Demokratie einführen? Großartig. Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leitet mir immer seine Ein König, der die Demokratie einführt. Sehr toll. Ich nominiere mich. Warum? Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien.
Ich finde, das hört sich gut an. Oder eine gebeteten Monarchie, das ist uns ja. Wir haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Wie auch immer. Aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Ich bin auch stolz auf euch. Danke. Du kannst jetzt loslassen. Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na komm, Flötennase. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen? Na, sehr toll. Da kann jemand Geld fallen lassen. Als ob. Und schon sind alle verbeugt. Ja, da haben wir die Credits des Spiels. Ja, haben wir Teil 2 in der World 2, The Last Windmonk, in der World The Last Windmonk durchgespielt. Der letzte Windmönch. Wir haben ihn gefunden, den letzten Windmönch. Er war ein Baby. Und dann, ja, sind wir. Dann haben wir Emil mit Pulver in die Nase zum. Haben wir ihm aufgeflogen, dass er eine Flötennase ist, und dann wurde er dann, was mit ihm passiert ist, weiß ich nicht, er ist gegangen, er wurde zum Schweigen gebracht, keine Ahnung, ins Gefängnis gesperrt oder so, und dann ist alle haben auf einmal dem Verschwörungstheoretiker, dem Aluhut geglaubt. Das alles nur in das. Er hat alles erzählt und das wurde ihm geglaubt. Dann wollte er Herrscher werden und dann haben sie ihm nicht mehr geglaubt. Also sie haben ihm die ganze Geschichte geglaubt, aber dann die Sache mit den anderen Sachen haben sie ihm dann doch nicht geglaubt. Und dann hat Robert die parlamentarische Monarchie eingeführt. Und ist jetzt König geworden, aber auch nicht wirklich so, weil das ist dann wird neuer König gewählt irgendwann. Macht Sinn. Das Ende ergibt Sinn. Komplett Happy End. Ja. Logisch. Sinnvoll. Zufriedenstellend. Der Böse ist besiegt. Hurra! Happy End. Die Diktatur ist besiegt. So besiegt man Diktaturen. Genau so. Mit Juckpulver in die Nase. Ja. Da weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, Special Thanks hier. Das sind die Unterstützer des Spiels, okay, haben wir die Leute gesehen, die daran schuld sind an dem Spiel. War ein tolles Spiel, also bis zum Finale war es wirklich ganz, fand ich es ganz toll. Das Ende hat jetzt ein bisschen wenig Sinn ergeben für mich. Also es ist, ich meine, wenn ihr es anders findet, wenn ihr denkt, das macht Sinn für euch, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Das war das Ende von The Inner World, vom zweiten Teil. Ja, okay. Von mir aus.